Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Zwei Sachen möchte ich heute ansprechen. Einmal die goldene Mosambik, die jetzt seit neuestem im Spiel ist, ohne dass das groß angekündigt wurde. Und heute zum 2. April, wer das Video tagesaktuell schaut, ganz wichtig, heute um 19 Uhr gibt es eine Trailer-Premiere von Respawn. Und zwar betrifft das, ich blende es mal ganz kurz ein, das Bloodhound-Event, da gibt es heute 19 Uhr eine Premiere und deswegen möchte ich jetzt vorab schon mal sagen, diese Premiere werde ich auch live streamen. Ich werde, denke ich, so 15 Minuten vor 7 heute Abend den Stream starten, werde euch den Trailer live zeigen und danach werde ich ganz normal weiter streamen, wie ich es eh vorhatte. Mit Old McMorris werde ich da ein bisschen ranked weiterhin zocken. Ich habe so eine Trailer-Premiere schon zweimal selber live gestreamt. Das kam richtig, richtig gut an. Deswegen will ich das heute auf jeden Fall machen. Schaltet auf jeden Fall ein, würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt möchte ich über die goldene Mosambik reden. Vorab muss ich sagen, es gibt viele, die im Netz denken, dass das ein April-Scherz ist, nach wie vor. Denn ich werde auch gleich 2, 3, 4 Kills euch zeigen. Die goldene Mosambik ist wirklich OP. Wir haben uns anfangs alle beschwert, dass die Mosambik die letzte Dreckswaffe ist. Jetzt ist sie als goldene Waffe absolut übermächtig. Achso, ich will natürlich hier mal ein Bild einblenden. Das habe ich aus Twitter rausgezogen. Da seht ihr die goldene Mosambik. Die Mosambik gibt es aktuell nur im Normalmodus, nicht im Ranked, was auch ganz geil ist. Wie gesagt, ich betone nochmal, es könnte ein April-Scherz sein, der in einigen Tagen wieder deaktiviert wird. Aber das kann ich eben nicht hundertprozentig sagen. Ich finde im Netz nichts weiter darüber. Was macht die Waffe so krank? Sie hat eine enorme Feuerrate. 9 Schuss im Magazin, du rasierst die Gegner runter. Ich habe jetzt 2, 3, 4 Runden gestartet. Die Droprate dieser Waffe ist enorm hoch. Du findest sie eigentlich, es ist eigentlich ein Unding, wenn du sie in einer Runde mal nicht findest. Ich zeige euch 4, 5 Kills, die ich mal schnell zusammengebastelt habe, damit ihr seht, wie finster die goldene Mosambik ist. Also, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass es ein April-Scherz bleibt und die Waffe wieder rausfliegt, weil die Waffe ist wirklich zu heftig. Ich glaube, es gibt dann aktuell keine Waffe, die so schnell runterrasiert. Ich bin zwar auf keine Gegner gestoßen, die jetzt ein lila Körperschild oder so hatten, aber ich denke, das Gameplay zeigt eindrucksvoll, wie schnell die Mosambik rasiert. Die Kunst bei der Geschichte ist, die Kugeln zu treffen. Wenn du die ersten 2, 3, 4 Hits landest, dann ist der Gegner sowas von down. Wahrscheinlich fast schon egal, was der für ein Schild landet. Das soll's von dem Update schon wieder gewesen sein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nicht verpassen wollt. Bleibt dran, ich zeige euch jetzt noch das Mosambik-Gameplay. Und nochmal betont, heute um 19 Uhr ist mein Livestream für die Premiere, für den Trailer, für das Bloodhound Town Takeover Event. Und danach streame ich ganz normal Ranked mit Old McMorris. Viel Spaß jetzt bei dem Gameplay. Das war's von mir. Haut rein. Ciao. Oh mein Gott. Oh. Alter, das ist hart. Das ist unfassbar. Gute Arbeit. Brett auf.